bin ich schon in Reut, in rege Scheiße. Ja. So, ihr habt es ja gesehen, das Moven hat gut geklappt. Wir sind jetzt am neuen Platz und es ist jetzt ungefähr 1 Uhr am Mittag. Jetzt hat sich gerade noch ein Kollege angekündigt, der Julian besucht uns und den fahre ich jetzt schnell abholen. Ging jetzt alles super gut, trotz Fischfotografieren und alles abtackeln und umziehen. Alles kein Problem, war super. So, das Sven ist jetzt gerade unterwegs, einen Bekannten hier abhole. Wir haben jetzt hier gerade Stelle gewechselt. Ich mache jetzt hier mal ein kleines bisschen Ordnung hier am Platz. Sieht jetzt aus, wie wenn eine Bombe eingeschlagen hat. Aber ja, wir liegen ganz gut in der Zeit und brauchen jetzt hier schätzungsweise eine Stunde, bis wir hier das Camp soweit alles wieder errichtet haben. Location haben wir heute Morgen schon gemacht. Wir wissen also schon relativ ganz genau, wo wir die Routen platzieren werden. Und von daher geht es jetzt eigentlich alles relativ zügig vonstatten. So, ich räume hier jetzt mal auf und dann kommen noch gleich der Sven und der Julian. Hi. Sascha. Moin. Julian. Hi. So, ihr seht, hinter mir ist das Zelt aufgebaut. Das heißt, es pisst. Die Blank-Weltmeister werden nass, beziehungsweise sie werden nicht nass, weil ja wie gesagt das Zelt steht. Also war halt dann doch irgendwie ein stressiger Nachmittag. Wir haben die Routen rausgesetzt und kurz drauf hat es angefangen, ziemlich heftig zu pissen. Und jetzt sitzen wir hier ziemlich entspannt mit gutem deutschen Bier und vor allen Dingen auch mit vernünftiger Musik und harren der Dinge, die da kommen. Eben kam schon ein kleiner Fisch, aber der war wirklich so klein, dass wir der Meinung waren, den müssen wir euch nicht zeigen. Jetzt warten wir mal ab und hoffen, dass die Nacht vielleicht nochmal ein größerer kommt. Ja. Also Wassertemperatur geht jetzt konstant runter. Wir sind jetzt noch bei knapp über 7 Grad und wir wissen das auf jeden Fall beide einzuschätzen, dass die erste Nacht oder beziehungsweise der erste Platz, den wir da gemacht haben mit 7 Fischen, dass das auf jeden Fall nicht die Regel sein wird. Und wir wissen auf jeden Fall, dass ab sofort beziehungsweise generell bei der Tour jeder Biss zählt und wenn wir pro Tag eine Aktion bekommen, sind wir happy und das ist jetzt auch unser Ziel. So, hier sind die Jungs, die Spezialisten. Gute. Ordentliches deutsches Bier, Bölkstoff. Danke, Julian. Ja, bitte, bitte. Geil. Ja, servus, Julian. Servus. Wollt ihr auch noch mal ein kurzes Statement abgeben, Herr Kral, oder ist jetzt nichts mit reden? Sven, was gibt's zu sagen? Guck an, wie wir aussehen. Alles ist wie immer. Mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Naja, willst du nicht noch mal sagen, dass es heute Mittag schon Pizza-Leberkäse gab mit gutem deutschen Roggenbrot und solche Geschichten? Ja, komm, das war ja mehr oder weniger Standard. Ja, die gute Sache, Achtung, Schirm fliegt weg. Jetzt wird es auch noch windig. Scheiß auf den Pizza-Leberkäse. Es gibt noch viel bessere Sachen die Woche. Wart's mal ab. Ja, hier wird ordentlich gearbeitet hier. Passt das jetzt soweit? Ja, das passt jetzt noch. I'm feeling mean, I'm feeling mean. Tonight I'm feeling mean, I'm feeling mean. Tonight I'm feeling mean, gonna make an ugly scene. Tonight I'm feeling mean, I'm
dritte Nacht ist vorbei. Ansonsten hat es die ganze Nacht sehr stark geregnet und gestürmt. Jetzt haben wir uns heute Morgen gerade ein bisschen organisiert, haben ein paar Sachen versucht zu trocknen. Allerdings kommt jetzt gerade der nächste Schauer und es ist auch noch bis heute Abend eigentlich Dauerregen und Sturm angekündigt, sodass wir jetzt einfach heute hier am Platz nicht viele Möglichkeiten haben, irgendwas zu machen. Wir werden jetzt demnächst, wenn es dann vielleicht noch mal ein bisschen weniger pisst, noch mal Location machen, um den Platz noch mal anders anzuangeln. Also vielleicht für euch so, damit ihr auch mal ein bisschen erfahrt, wie wir angeln. Es ist ja jetzt Winterangeln, wir haben eine Wassertemperatur von ca. 7 Grad und wir angeln jetzt hier so einen Auslauf von so einem Gumpen. Wir haben jetzt hier so eine Wassertiefe von auf dem eigenen Ufer 2 Meter und es geht dann Richtung anderes Ufer immer mehr in so eine Rinne rein bis auf 6 Meter. Drüben ist mehr Strömung als hier. Wir haben jetzt gestern 3 Ruten auf dem eigenen Ufer flach platziert und eine rübergespannt, umgelenkt mit U-Pose quasi an die erste Uferkante. Der größere Fisch gestern Abend, der kam auf die lange ufernahe U-Pose auf 2,5 Meter ungefähr und 2 kleinere Fische kamen gestern Abend relativ früh drüben auf die umgelenkte U-Pose. Unsere Idee ist jetzt die, weil wir jetzt aufgrund von dem wechselhaften Wetter und auch von dem fallenden Wasser und fallende Wassertemperatur davon ausgehen, dass gerade die großen Fische sehr inaktiv sind. Wir werden jetzt gleich mal gucken, ob wir auf der anderen Seite da in der Rinne ein paar coolen finden, also ein paar Vertiefungen, die wir dann gezielt anangeln können, weil wenn die Fische abliegen, dann liegen die ja jetzt mit Sicherheit genau in solchen kleinen Kuhlen drin und beim Winterangeln ist es ja sowieso wichtig, dass man oftmals variiert und dann noch versucht punktgenau zu angeln und ja, wir gucken jetzt mal, dass der Regen irgendwann aufhört und dann starten wir die Aktion und dann hoffen wir, dass man dann demnächst auch wieder einen Biss bekommt. Yeah, oh my Lord, watch me sway. Darkness falls and we all pray, hoping for the light of day. Down to the river, I have held the devil's hand, felt the weight of my own sin, burdened by the heart of man. Down to the river, down to the river. Metallica läuft. Wir haben jetzt die Routen nochmal neu gesetzt bei allerwidrigstem Wetter. Wir haben jetzt die 2 U-Posen ein bisschen weiter rausgesetzt. Da sind nochmal so 2 Abbrüche im Ufer. Die eine liegt so auf 5,5, die andere auf 4,5. Das mit den Kuhlen, was wir uns überlegt hatten, was ich euch vorhin erzählt habe, das hat nicht so funktioniert, weil wir haben keine Kuhle gefunden. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen variiert mit der Kante. Und die anderen beiden sitzen jetzt hier ufernah noch ein bisschen dichter am Ufer, weil wir jetzt aufgrund von dem Regen auch davon ausgehen, dass das Wasser steigt. Deswegen haben wir die jetzt schön ufernah gesetzt, damit wir da auf jeden Fall nicht so das Problem bekommen, wenn Treib gut kommt, dass wir die Ruten abreißen. Ja. So. Und es kann halt sein, dass wir auf jeden Fall nachher noch umziehen müssen. Wir haben uns schon darauf vorbereitet. Wir machen jetzt gerade eine kurze Pause. Und wie gesagt, wir sind auf alles vorbereitet. Wir haben den Wasserstand im Blick. Es steigt jetzt hier alle Stunde ungefähr so 1-2 Zentimeter, aber nach dem Regen, der jetzt hier runtergekommen ist, könnte ich mir vorstellen, dass es nachher auch noch schneller kommt und dass es eine ziemlich ungemütliche Nacht wird. Wenn man denkt, es geht nicht mehr krasser, dann geht es halt immer noch krasser. Also es regnet jetzt schon seit Stunden und seit ungefähr einer Stunde ist hier wirklich Weltuntergangsstimmung. Und jetzt kommt halt auch noch ein krasses Gewitter dazu. Es gibt hier Schläge und Blitze, das ist echt der Wahnsinn. Und das halt Ende Dezember.
ist krass. Ich meine, an den Angeln. Geiles Sommergewitter, ja. Ja, an den Angeln passiert halt jetzt gerade nicht so viel. Aber da sind wir auch ehrlich gesagt ganz froh. Wir haben jetzt soweit das Material schon mal in den Hang geschmissen. Weil wir, wie gesagt, auch davon ausgehen, dass wir nachher in 2-3 Stunden wahrscheinlich nochmal das komplette Camp verlagern müssen. Weil das Wasser steigt jetzt relativ schnell, wird auch braun. Und ja gut, es ist halt so wie es ist. Wir können es nicht ändern und machen auf jeden Fall das Beste draus. Aber der Sascha hat wieder gut gekocht, Rabengeschnetzel, das gab es heute. Und das hebt auf jeden Fall die Stimmung. Und was ihr jetzt halt nicht sehen könnt, ich sitze jetzt hier schon seit 2 Stunden mit dem Gaskocher zwischen den Beinen. Ich bin ja wirklich ein Weichei und ansonsten würde ich das nicht aushalten. Der Sascha zieht das halt komplett ohne durch. Ja, er hat halt hier seine Hände immer noch im Freien. Ja, ist noch nichts passiert? Nein, nichts passiert. Naja gut, also wir bleiben auf jeden Fall am Ball und machen die Kamera wieder an, sofern das Wetter das zulässt, wenn irgendwas passiert. Nachdem wir den ganzen Mittag im Regen gehockt haben, auch noch Eis gekriegt und Graupel. Der Sascha freut sich, weil er denkt, da können wir vielleicht später sogar. Genau, da können wir vielleicht einen Cuba Libre machen oder so. Ja, ja, oder einen Mojito. Einen Schneemann oder sowas. Oh, wow, hat es richtig drauf gesetzt. So, also wir sind jetzt komplett oben auf den Hang umgezogen, weil unten im Hang, wo wir vorher gesessen haben, und das Wasser ist so schnell gestiegen, haben wir gesagt, das ist uns zu riskant. Machen wir lieber jetzt kurz 2 Stunden Action, bevor wir das dann heute Nacht machen müssen. Und ich denke auch, der Sascha ist ziemlich happy mit der Geschichte. Ja. Weil es hat keiner Bock, da nachts aufzustehen und unter Zeitdruck dann alles nochmal zu machen. So. Jetzt haben wir die kurze Regenpause genutzt und jetzt geht es direkt wieder weiter. Also hier ist wirklich keine Pause mit Regen. Hier geht es richtig vorwärts. Ja. Regen, Regen, Regen. Aber alles sitzt, alles ist gut. Ja, und die Fische beißen, gell? Ja. Und wir sitzen safe, das ist ganz wichtig. Das Wasser ist jetzt über 50, 60 cm gestiegen innerhalb der letzten 5 Stunden. Und wenn das so weitergegangen wäre, und dann ja, hätten wir heute Nacht um 12 Uhr dann alles abgebaut. Deshalb haben wir es lieber jetzt gemacht. So, guten Morgen. Ihr hört es wahrscheinlich. Es regnet immer noch. Es war wirklich eine richtige Scheißnacht. Eigentlich war die Nacht so, wie wir sie befürchtet, vielleicht sogar auch vermutet hatten. Ja, kurz zusammengefasst, wir hatten ja gestern Abend nur noch 2 Routen im Rennen. Da haben wir uns aber relativ schnell dafür entschieden, nachdem die eigentlich alle beide im Stundentakt abgefeuert sind und ja, Fische dran waren, waren allerdings keine großen, haben wir gesagt, wir lassen das jetzt sein, versuchen einfach die Nacht mal vernünftig zu pennen, weil gestern der Tag war anstrengend genug. Gut, das was ich gerade gesagt habe, ist nicht ganz richtig, weil eine abgespannte Route fest umgelenkt. Die haben wir drüben hängen gelassen und im Prinzip sind wir dann vorhin davon wach geworden, dass die Rolle heftig gelaufen ist. Und zum Glück hat sich die Schnur dann irgendwo abgeschnitten, sodass nicht noch die Angel hinterher geflogen ist. Das heißt, wir konnten Angel und Rolle sichern, ist halt jetzt ein bisschen weniger Schnur drauf, aber geht. Und jetzt haben wir nochmal unser komplettes Zeug ein bisschen weiter den Hang hochgeräumt und die Boote nochmal versichert und ja, jetzt sitzen wir hier zusammen unterm Schirm, machen uns einen Plan für den weiteren Verlauf von der Tour, weil jetzt haben wir halt einfach so viel Wasser, dass hier an dem Fluss es wahrscheinlich sehr schwer sein wird, einen Platz zu finden, wo man A noch sitzen kann und das möglichst sicher und eben auch, wo man noch vernünftig auf Wels angeln kann. Ja. Und sobald es dann hell ist, dann kann ich euch auch mal das ganze große Fiasko hier zeigen mit der Kamera und dann gucken wir mal, wie es nachher weitergeht. Hier sitzt der Kollege, ist auch müde. Müde ist relativ. Nachdem wir ja die Route draußen hatten, haben wir ja mal ein paar Stunden am Stück gepennt. Ich habe mir einmal heute Nacht um 4 Uhr einen Wecker gestellt für einen Kontrollgang. Hat sich mal wieder als richtig bewahrheitet, weil das Wasser war in der Zeit noch einmal bestimmt 50, 60 cm gestiegen. Die Köderfische weiter gesichert, einfach ein Stück weiter hochgeholt, die Schlauchboote ein Stück weiter hochgeholt. Das ist bei so ganz krassen steigendem Wasser halt eben auch ganz wichtig, dass man sich da selbst versichert. Weil wenn man morgens nicht mehr ans Boot drankommt, weil das Wasser 1,50 Meter gestiegen ist, und dann ist halt auch Bullshit. Aber trotzdem haben wir den Umständen entsprechend verhältnismäßig gut gepennt. Jetzt dauert es noch circa eine halbe Stunde, bis hell ist, und dann werden wir erstmal eine Chaosbeseitigung machen hier. We'll be right back.
Da guck. Sauber. Letztes Bier. Sieht's denn aus? Brauchst du einen Handschuh? Nee. Guck mal hier. Das ist doch, der ist doch ganz friedlich. Ja, schöner Hochwasserfisch, coole Farbe, männliches Tier. Und ich würde sagen, weil wir auch wirklich noch was vorhaben, dann wünschen wir dem Kollegen hier frohes Fressen bei dem Wasser. Der hat mit Sicherheit noch was vor heute und wir auch. Und deswegen darf er jetzt einfach direkt schwimmen. Weiß direkt, wo es hingeht. Ratten verlassen das sinkende Schiff. Hier haben wir noch ein. Reicht uns das? Den Bumbler nimmt man mit. Ja, als Wartstock. Genau. Okay? Alles klar? Alles klar. Richtig Einsatz hier.